Sehr apart ist folgende kleine Geschichte aus der Schweiz. Ein Mann verursacht einen kleinen Verkehrsunfall. Ein Schutzmann kommt, zückt das Notizbuch und sagt, wie heißen Sie? Sagt der Fieker. Was sind Sie vom Beruf? Sagt der Schlechter. Wo wohnen Sie? Ja, ich wohne in der Antonsgasse 4. Am anderen Tag, der Schutzmann geht durch die Antonsgasse. Denk doch, guckst mal nach, ob der da wohnt. Er schellt. Eine Frau kommt raus. Der Schutzmann sagt, verzeihen Sie bitte, wohnt hier ein schlechter Fieker? Da sagte die Dame, nein, hier wohnen drei Herren, aber die fieken alle maximal. Es gibt so verschiedene, wie soll ich sagen, verschiedene Gebrechen, die der Mensch hat. Dazu gehört auch eine zu große Beschlagenheit. Ein Mann kommt zum Arzt und sagt, hören Sie mal, Herr Doktor, ich bin so unwahrscheinlich beschlagen, wenn ich mal am Strand bin, in Sylt, gehe nackt baden, ich ziehe die Badehose aus, bums, hängt im Sand. Ich bin auf der Toilette, bums, hängt er in der Rinne. Können Sie mir da nicht irgendwie ein bisschen helfen, ein bisschen weniger? Sagt der Arzt, legen. Er liegt, der guckt, sagt er, Schwester Ilse. Sie kommt, sagt der Schwester, Sie sind ja eine Frau und wo sollen wir da am besten wegschneiden? In der Mitte, vorne oder hinten? Das ist ein Mann, der hat Pech, dauernd im Sand, dauernd in der Rinne. Da sagt sie, entschuldigen Sie bitte, ich bin 21 Jahre alt, mein Freund ist normal gebaut, wie soll ich das denn wissen? Fragen Sie doch Schwester Emma, die alte Pimperliese, die weiß es doch bestimmt. Schwester Emma kommt, schon über 50 Jahre im Krankenhaus tätig. Der Arzt sagt, Emma, gucken Sie mal hier, immer im Sand, immer in der Rinne. Was soll ich mit dem Hammer machen? Wo schneide ich da weg? Vorne, hinten, in der Mitte? Sie guckt und sagt, aber Doktor, wenn man das so überlegt, so wunderbare Länge, ich mache Ihnen einen Vorschlag wie verlängernde Beine. Das ist, es ist eigenartig, was auf der Welt passiert. Kürzlich in Köln, im Puff, kommt ein Neger, geht rein, sagt der, was kostet? Da sagt sie, Junge, 50 Mark. Sagt er, ausziehen. Und sie zieht sich aus, er guckt unter die Arme, sagt er, hier, nix Wolle. Sie zieht sich weiter aus, er guckt nach unten, sagt er, hier, nix Wolle. Sagt sie, was willst du eigentlich, willst du pimpern oder stricken? Aber ich habe noch eine kleine reizende Geschichte für Sie. Ich war ja vorhin bei Kindermund und in der Schule. Der Lehrer fragt die Kinder in der Schule, ja, wer steht denn morgens zuerst auf? Meldet sich der kleine Emil und sagt, die Sonne, Herr Lehrer, sagt er, wunderbar. Und dann? Die Vögel, Herr Lehrer, wunderschön. Und dann? Der Papa. Wieso, sagt er, der Papa? Nicht die Mama? Nein, sagt er, die Mama bleibt am Vögel immer noch eine halbe Stunde liegen. Sehr reizend ist auch diese kleine Geschichte. Da kann man mal sehen, wie man mit den Ausdrücken anecken kann. Ein Mann kommt zum Arzt und sagt, Herr Doktor, entschuldigen Sie bitte, ich war auf der Yacht und da ist mit Schrott geschossen worden und hat man mir den Sack getroffen. Sagt der Arzt, bitte etwas mehr bezähmen, ja? Sie müssen ja nicht Sack sagen, sagen Sie gefälligst Hoden. Da sagt er, gut, aber trotzdem ist Schrott drin. Schrott wird entfernt. Er geht noch ein bisschen krumm über die Straße. Kommt der Rektor der Mittelschule und sagt, na,
komischen Gang. Ja, sagte ich, hab Pech gehabt auf der Yacht, da hat man mir mit Schrottkugeln in den Hoden geschossen. Oh, sagte, das ist aber ein Ding, wie leicht hätte man dann einen Sack treffen können. Möchte mich mal ganz schnell bedanken. Ich muss noch weiter heute Abend. Ich habe noch zu tun. Ich bin noch eingeladen noch. Ich muss nach Frankfurt. Von Marika Kilius. Ist ja die schnellste Frau der Welt. Die hat sogar nachts einen Zahn drauf. Und habe ich mir mal Folgendes überlegt. Ich bin ja sehr, wie soll ich sagen, sportlich interessiert. Aber es kommt immer darauf an, wer was und wo erzählt. Ich habe eins festgestellt, dass unsere Sportreporter sagen können, was sie wollen. Regt sich kein Mensch auf. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, folgende kleine Geschichte. 1936, das ist verbrieft und versiegelt, Olympiade in Berlin, 100 Meter Endlauf der Frauen. Der Reporter sagt, meine Damen und Herren, der Startschuss ist gefallen und nun spritzen die Damen aus ihren Löchern. Bei einer großen Übertragung eines Schwimmländerkampfes sagte der Reporter, meine Damen und Herren, und nun wickeln die Damen ihre 200 Meter Brust ab. Während sich die Herren der 4x100 Meter Lagenstaffel an ihren Startblöcken fertig machen. Gibt noch eine ganz kleine Geschichte, meine Damen und Herren, die auch den Sport betrifft. Und zwar ist es in Bremen geschehen, in der Sporthalle. Die deutschen Meisterschaften der Gewichtheber. Der Reporter sagte Folgendes, meine Damen und Herren, es herrscht Stille im weiten Rund. Das Publikum ist stumm. Auch ich darf jetzt nicht mehr sprechen, denn 2 Meter vor mir auf der Matte wird gestoßen. Das ist jetzt kein Karlauer, meine Damen und Herren, sondern es ist wirklich passiert. Es passieren so viele Dinge auf der Welt. Und ich erinnere an eine Dame, die eines Tages zum Arzt gekommen ist und sagt, Herr Doktor, ich esse dauernd saure Gurken. Ich trinke dauernd. Ich bin irgendwie, ich fühle mich nicht ganz wohl. Manchmal habe ich auch leichte Übelkeit. Was könnte es sein? Der Arzt untersucht sie und sagt, ja, Sie sind im 4. Monat. Sagt sie, Herr Doktor, das ist wohl unmöglich im 4. Monat. Ich habe doch kein Verhältnis mit einem Mann. Gottes Willen. Er sagt, überlegen Sie, wo waren Sie vor 4 Monaten? Sagt sie, vor 4 Monaten war ich auf Sylt. Aha, und? Ach, sagt sie, das ist mir eingefallen. Wir haben also nackt gebadet, sind rausgekrault, wieder reingekrault. Dann haben wir dann Leibesübung betrieben. Dann haben wir Bockspringen gemacht. Ach, sagt sie, ja, da war ein gewisser Herr Sörensen, der ist 3-mal hängen geblieben. Meine lieben Damen und Herren, liebe Sportsfreunde, was ich Ihnen jetzt sage, ich möchte es wieder etwas abmildern. Sie kennen ja diesen berühmten französischen Satz, on y soit que mal y pense. Wer von Ihnen diese Platte erwirbt oder wer sie sein eigen nennt, er möge immer daran denken, dass er es den Leuten vorspielt, die Sinn auch für etwas schärferen Witz haben. Und ich sage immer wieder, wenn man schon mal zu Hause ist und gibt eine Party, dann kann man ruhig mal scharf werden. Es gibt so viele Sachen heute, die etwas anrüchig sind. Ich erinnere nur an die Zeitung, wenn Sie eine Illustrierte aufschlagen. Es ist echte Pornografie. Und warum soll man nicht, wenn man solche Bilder sieht, auch mal auf einer Schallplatte etwas schärfere Witze erzählen. Sie sind heute Abend gekommen und ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie gekommen sind und ich wünsche Ihnen alles Gute und ich bin trotzdem der liebe Jung aus Köln am Rhein, Ihr stets sehr ergebener Horst Müß. Hallo Nachbarn, in netter Form. Vielen Dank für Ihren Besuch, alles Gute für Sie und natürlich ganz besonders für Sie. Guten Abend, meine Damen und Herren. Thank you.